So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fable Anniversary. Letztes Mal haben wir uns um das ganze Bordell gekümmert und den Schatz unter der Statue uns noch gegriffen. Und jetzt haben wir halt nur noch das hier übrig für den Moment. Such die Seherin der Räuber. Im Lager der Räuber, logischerweise. Und dann übernehmen wir das auch mal. Das ist halt eine Quest in Oakvale. Beziehungsweise von Oakvale aus. Und dann reisen wir da auch mal direkt mal hin. Ist jetzt halt eine Hauptquest, also treiben wir die Story etwas voran. Aber nun ja. Muss irgendwann ja auch mal sein. Aber nicht da lang, hier drüben lang. Und es ist gut, dass ich gerade für die Quest schon die ganze Ausrüstung da habe, weil das wird anders ein bisschen nervig werden. Und da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Vor allem, weil ich halt kaum was in Körper geskillt habe. Oder in, was als andere Fertigkeit, also Skill. Was ja Fernkampfwaffen wären. Das wird also noch sehr lustig werden. Sollte ja irgendwie machbar sein. Warte mal. Ist das gerade, was ich denke, dass es ist? Ich hoffe nicht. Ernsthaft, ich habe keine Fernkampfwaffe. Das wird so richtig scheiße. Gut, also wenn er mich sieht... Ich kann ihn zwar mit einem Treffer erledigen, aber wenn er mich sieht, habe ich verkackt. Das wird mal so richtig scheiße werden. Muss ich überhaupt sehen, ob das so überhaupt machbar ist. Weil hat mich gerade schon gewundert, dass ich auf E eben das Menü gar nicht aufrufen konnte. So, aber das Tor dürfte jetzt gleich wieder offen sein. Weißt du, ist mir noch nie passiert, dass ich keine Fernkampfwaffen mehr hatte. Und jetzt gerade dann, wenn ich den Scheiß hier machen muss. Aber sprinte ich hier mal gerade rein. Das wird so gar nichts. So, dann kann ich das gleich mal laden. Weil wenn der Alarm direkt angeht, wenn ich ihm nur zu nahe komme, kann ich das hier mal komplett vergessen. Also... Hier sollte eine Fernkampfwaffe zu kaufen sein und hoffentlich eine, die ich benutzen kann. Ah, natürlich sind die Geschäfte aber zu, also haue ich mich mal hin. Ich will ein Bier. So. Ja, die Geschäfte dürften jetzt gleich aufgehen. Hey! Oh, eure Verzeihung.
Ehrungswürdigkeit. Ja! Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten sein zu können. Mal sehen. Maximal Ebenholz, ist mir jetzt aber egal. Nimm mit. Gestern habe ich Zwillingsklingen gesehen. Den Anführer der Räuber. So. Habe ich die zumindest jetzt und die sollte hoffentlich genügen, um die Kerle da loszuwerden. Weil die beste Fernkampfwaffe kann ich mir im Moment ja noch nicht zulegen. Auch wenn ich das bald mal ändern muss. Aber dann geht's auch schon wieder da rein. Und dann geben wir denen mal. Ja, das hatten wir alle schon mal. Und so läuft die Sache auch schon um einiges besser, würde ich mal behaupten. Oh. Ich treffe auf die Entfernung noch nicht mal. Dann mal hier hinstellen, in der Hoffnung, dass der da vorbeikommt. Das war natürlich so perfekt, wo hängen zu bleiben, wo gar nichts ist. So, kassierst du auch noch. So, dann von vorne. Werde ich gleich mal ausprobieren, ob ich da überhaupt mit dem Teil einen Kopftreffer setzen muss oder ob die so oder so One-Hits sind. Weil wenn die so oder so One-Hits sind, kann ich mir es auch sparen. So, kommt raus, kommt raus. So, der Kopf ist zumindest schon mal weg. Und der sowieso. Und der war durch Glück weg. Aber egal, das Tor ist offen und wir können rein. Und dann habe ich die Stealth-Nummer hier auch schon hinter mir. Aber hier natürlich eine Tätowierungskarte mitnehmen. Und sind da sonst noch irgendwo Fässer? Nee, sieht nicht so aus. Hol ich gerade mit, weil es ist unwahrscheinlich, dass wir jemals wieder hierher kommen.
hier, dann sind wir wohl etwas aufgeflogen. Das ist nicht gut. Dann mache ich denen halt kaum Schaden, weil ich ja fast keine Erfahrungen stark investiert habe. Aber das dürften nicht so viele gewesen sein. Der ist jetzt eh weg. Hier waren es aber doch ein paar. So. Gut. Der da ist etwas größerer. Ist eh nervig. Nervige aber Geschichte. Und dann mal einsammeln, was die uns so getroppt haben. Und mal sehen, was haben wir hier in der Kiste. Ein paar Räuberstiefel, also exakt das, was wir wollen. Dessen Erfahrung ist auch direkt mal eingesackt. Und dann hier hoch. Jungs da loswerden. Und hier eine schöne Truhe. Eine weitere Räuberkleidung, die wir ja brauchen, um in das Versteck zu kommen. Das Gute ist sogar, dass wir die danach direkt wieder ausziehen können, weil das dann keinen mehr kümmert. Ich kann ihn. Kopf hoch. So. Hier irgendwo was. Kümmere ich mich um da hinten die Jungs. Die sind auch alle erledigt. Was haben wir in der Truhe? Bestimmt weitere Räuberkleidung, oder? Ja. Damit er auch nicht mehr wach wird. Aber das war so eigentlich nicht gedacht. Fertigkeitszeit, alter Trank. Das sind halt diese Tränke, die Erfahrung geben. Können wir dann nachher machen. Und was haben wir hier oben? Die Hälfte der Karte haben wir, wie man sieht, ja schon geräumt. Und beide erledigt. Der auch. Und tot. Oder noch nicht ganz tot. Jetzt ist er tot. Ein knuspriges Hühnchen können wir ganz sicher gebrauchen. Im Gegensatz zu Fable 2 und 3 hält hier ja die Zeit an, wenn wir was öffnen. Also kann ich das ganz gemütlich zwischendrin machen. Hier nehmen wir mal das Fleisch mit. Oh. Ich sollte wohl mal einen Trank nehmen, wie ich gerade gesehen habe. War mein Leben doch gefährlich niedrig. Und ein paar Handschuhe. Und der ist auch Geschichte. Und ich sollte eigentlich soweit alles haben. Hier die Tür können wir erst später öffnen. Weil dafür brauche ich eine komplette helle Plattenrüstung. Und die bekommt man erst ein gutes Stück später. So, ist aber auch erledigt.
Was haben wir hier? Eine Wiederbelebungsfiole. Nur habe ich die leider alle gar schon voll. Aber dann sprechen wir doch mal mit der Tür. Mich stört hier irgendwie, dass die Gesichtsanimationen von den Türen immer so kaputt sind oder halt in der Mitte aufhören. Aber wie gesagt, dunkler Magier sollten wir haben, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Räuber haben wir jetzt ja bekommen und Ritter ist halt glänzende Plattenrüstung, die gibt's erst später. Beziehungsweise ich könnte sie glaube ich zur Hälfte schon haben. Dann redet mit mir. Aber das bringt nicht so viel. Aber um hier jetzt reinzukommen, brauchen wir eine nette Banditenkluft. Und gut, dass wir die hier haben. Oder halt Räuberkluft. Und jetzt haben wir das halt eben auch erreicht. Dann wieder die Plattenpanzerung angezogen und einen netten Helm. Hier sieht man mal den Zuhälterhut, aber der ist halt nicht so geil. Und dann haben wir das auch erledigt. Mal sehen. Weiterzukommen sollte jetzt beide mal relativ einfach sein. Braucht ihr jemanden als Rückendeckung? Ein Leibwächter, den man anheuern kann. Möchtet ihr etwas kaufen? Kann ich behilflich sein? Beide Male nichts. Wie war das? Nichts. Wie kann ich euch heute behilflich sein? Wir gehen nicht. Hier haben wir halt drei Händler. Das hier, der verkauft halt hier dunkle Rüstung, einen Löwenkopf. Aber das können wir halt alles später machen. Hier brauche ich jetzt eben einen Pass zum Weiterkommen, glaube ich. Aber ich frage mal. So, dann wollen wir uns das Teil eben mal besorgen gehen. So ist wahrscheinlich der Dude. Aber mal sehen, ob wir woanders noch einen herbekommen. Hier könnten wir einen gewinnen, aber nee. Und ich glaube, ich weiß was. Ja. Willenskraft-Zeitalter-Trank, der ist natürlich sehr praktisch. Hier erkennt man durch die Blumen, dass man hier graben kann. Ist wahrscheinlich ein Schlüssel, vermute ich mal. Ja. Und was haben wir hier in der Truhe? 500 Gold. Jolt können wir immer gebrauchen. Und da ich jetzt nicht so Bock auf Glücksspiel habe und die Fässer hier alle nicht zerbrechlich sind, wie ich gerade sehe, kaufen wir dem Kerl einfach seinen Scheiß ab. 1000 Gold, 500 haben wir schon eben gefunden. Und dann haben wir das Teil auch. Und dann mal weiter, weil sonst gibt's hier nichts. Wenn ihr keinen Pass habt, dann lasst ihn durch!
und ab ins Zwillingsklings-Elite-Lager. Und hier beende ich den Part auch und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Fable Anniversary. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar und ein Like freuen und wir sehen uns dann.